Tag begann wie immer, dann ging es zum Abend, die Kinder wurden halb angezogen ins Bett gebracht, wie immer. Nicht, dann konnte man den nicht mehr anziehen, wenn man dann in den Keller musste, da mussten sie schon halb fertig sein. Nicht, naja, und dann ging es los, Anflug auf so und so, sagten sie ja denn nicht. Und da hat Mutter gesagt, na los, alle draus und wir müssen rüber. Und wir mussten ja dann in diesen Luftschutzkeller, weil wir unser Haus hatte ja keinen Keller. Nicht? Und wo der Keller unten war, der war belegt mit den ganzen Sachen, weil wir einen großen Laden drin hatte im Haus. Nicht? Und da war Zucker und Mehl und alles. Nicht? Und das war, weiter war kein Keller. Also mussten wir rüber. Alle vier Kinder raus, ne, angezogen. Denn das Mutter schon rübergegangen. Nicht? Und wie, so, wie wir rauskamen, meist ist es Gott sei Dank so gewesen, dass wir zusammen rausgingen. Nicht? Aber es gab auch manchmal, wo Mutter sagt, ich gehe schon vor mit dem Kleinen und dann diese Papiere bei sich hatte, was man noch so hatte. Nicht? Und ich hinterher mit einem, der noch im Hause war vielleicht. Nicht? Vielleicht mein Bruder oder meine Schwester, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sind wir dann rausgekommen. Und da war es taghell. Und da hat ja noch keiner geahndet, uns das trifft, nicht? Und da haben wir uns nur umgeguckt und gefreut, dass es so taghell ist, nicht? Und wir waren gerade rüber, also das war abends, naja, wie spät waren das? Eine Achtelstunde so ungefähr muss das gewesen sein. Denn das Kino geht ja meist um 8 oder so, ne? Und dann sind wir losgegangen und wie wir gerade angekommen waren in den Keller, da ging das los. Nicht? Aber wie? Man, das war grauenvoll. Nicht? Du bist im Keller hin und her geflogen und dann ging das Licht aus und dann ja, so Putz runter. Nicht? Und dann schrie in meinen Kinderwagen, dann der, durch den Prall, das war doch so ein. Nicht, und ist dann weggerollt und all das war furchtbar. Und mein Bruder, der saß auf meinem Schoß, das war der Jüngste. Und da habe ich gedacht, der ist tot. Nicht, weil ich habe immer gesagt, Kläuschen, Kläuschen. Der hat nicht geantwortet, Mensch, denke ich, jetzt sitzt hier und nicht, war ich ganz verzweifelt und dabei hat er geschlafen. Nicht, aber das hat man ja nicht geahnt. Ne? Naja, und dann hieß es, die Brauerei, wo wir den Keller da hatten, den Luftschutzkeller, das war eine Brauerei, Brauerei Weiermann. Die hatten über so ein großes, na, vierstöckiges Haus und da hatten sie überall Malzsäcke und sowas alles zu liegen für die Brauerei. Ne? Und Gott sei Dank, sonst hätten wir auch noch so ein Ding abgekriegt. Das hat sich alles oben verfangen, aber fing an zu brennen. Also mussten wir alle raus. Nicht? Da sind wir alle raus aus dem Keller, nach hinten. Nicht? Da war auch alles, da hieß es, geht nicht mehr zur rechten Seite, da ist noch ein Blindgänger drin. Nicht? Da haben wir uns Schlange für Schlange darüber. Nicht? Und kommen raus, ist alle Tag hell, alle Tag gebrannt. Und da standen diese Straßenbahnen und alles verwurschtelt in diese Drähte oben, nicht? Und durch den Druck und so, ne? Und alles war hin. Und dann hat man gesehen, aber wenn man rund und dann kam schon jemand, hat gesagt, alle, die so und so, treffen sich oben in der Handelsschule, nicht? Und dadurch sind wir bis dahin gewatschelt, erstmal eine Unterkunft gekriegt.